Das alles ist diese Liebe, was hier drin steckt. Und man könnte sagen, es ist irgendwie ein Knigge für den Karneval. Eigene Situationen, die passiert sind, die mich geformt haben, die mich auch erschrocken haben. Und dann kam Usje Bomb, Produktion, ich war end 20 im Jözenich, 2005. Und der Hartmut hat mich angerufen, das ist der große Graue von der Föß. Und der Weber, ich komme vorbei, Jörg, und ich bringe eine Mappe mit und Black Föß machen wir die Produktion jetzt live. Ich habe bei mir im Wohnzimmer gesessen. Und hätte, hier ist die Mappe mit all den Texten. Aber Jörg, ich bestehe darauf, dass du die Texte auswendig lernst, wenn du das begleitest. Ich war fit in dem Jazz-Zeug. Ich dachte, sollst du Jazzi klingen? Ich sage, aber was soll ich mit der Texte? Die interessieren mich nicht. Ne? Weil Jazzi, Jazzmusiker, das ist ein Quasse, der ist ein billiger Korb. Bullshit. Und dann hätte er gesagt, du musst die Texte auswendig kennen, das ist wichtig, damit Dynamik, du weißt, was ich meine. Ist okay, ich kenne das Zeug ja auch. Die Strophen jetzt nicht unbedingt. Jözenich, also jetzt haben wir im Reitweg Nummer 4 bei der Black Fist Wochen geprobt, wirklich mit der Jazzgitarre, das ganze Zeug arrangiert. Und das war echt schwer, der Martin Döpke mit Orchester, mit allem Pipapo. Ich habe da gesessen, neben einem Hartmut. Ein sensationeller Musiker ist an der Stelle. Er kann wirklich vom Blatt spielen. Und ich meine jetzt nicht Akkordsymbole, sondern wirklich der Pflegedriss. Dann hat er gesessen, hat gespielt, komm, lachen wir schon, die Doofnuss. Und er hat dann verzahlt, als er wiedergekommen ist, über Paul, die Entlausung in die Stadt drin, die kaputt die war. Natürlich weiß ich das alles nicht. Ich bin 47, wenn ich höre nicht zu der Generation. Ja, darf man das nie erleben. Und verklärt dann das Gefühl, das alles wieder zu Finger geht. Er hat auch gesagt, dass er die Gebitte geholt hat, was Blödsinn ist zu der Zeit, als er wiedergekommen ist. War er kaputt. Also der Dom nicht, aber die Gebitte war kaputt. Weil der Dom hat ja auch ein paar Schramm aufgehängt. Und ob ihr das glaubt oder nicht, viele, die mich kennen, wissen, dass ich schnell knatsche. Aber ich konnte nicht. Es wird einem klar, dass man woher kommt. Die Suche nach Identität war weg. Ich war dahin. Mit dem positiven Ergebnis, aber diese vielen Stilistiken zu kennen. Weil Köln hat keine eigene Musik. Das geht nicht. Also, ein Kretzchen. Was ist ein Kretzchen? Kretzchen ist ein Geschäsch und eine Mütze. Das war. Aber diese Vielfältigkeit der Musik, die hat mir geholfen, musikalisch das aufzupacken. Und dann kommt man auch wieder. Innerhalb von Tagen. Detmersch wird sich darin wiederfinden. Wer nicht bezahlen kann, der kann mich anrufen, der kriegt ein Buch von mir. Ist immer nur geliehen, krieg ich wieder. Ja, was soll ich sagen? Die Willi Ostermann-Medaille. Weißt du, wenn du so eine Fetz bist wie ich, der irgendwie planlos durch die Gegend läuft, bei all der Mitkünstler, die wir in Köln haben, gerade im Fastelehr, dann ist das schon der jod gemeinte Schlag für die Künstlerseele. Man liest die Namen Berbühr, Fritz Weber und vor allem Ludwig Sebus, meinen absoluten Liebling. Höhner, Black Fuss. Und auf einmal steht da Jörg Paul Weber. Das ist schon etwas Besonderes. Ich bedanke mich. Und versuche dem gerecht zu werden für die Zukunft. Mögen wir alle gesund in dieser Welt weiter Blödsinn machen dürfen. Euer Jörg.